Über ein Jahr, fast eineinhalb Jahre, warten wir alle sehnsüchtig auf den Dark Mode in WhatsApp. Seit gestern ist es nun endlich soweit. Alle Infos dazu und mal wieder weitere WhatsApp-Updates jetzt. Abonniere meinen Kanal jetzt, um keine weiteren WhatsApp-Updates mehr zu verpassen. Nun ja, seit gestern ist es, man könnte sagen, endlich soweit. WhatsApp gibt es von nun an im Akku- und Augenschonmodus, dem Dark Mode. Aktuell seit gestern zwar erst für alle Beta-Tester, nichtsdestotrotz ein großer und guter Schritt in die richtige Richtung. In den Einstellungen im Bereich Chats und Anzeige lässt sich das Design ändern. Hier kannst du auswählen zwischen dunkel, hell und einer automatischen Auswahl, sofern der Akku deines Gerätes schwach wird. Das Ganze schont natürlich nicht nur deinen Akku und die Augen, sondern sieht auch einfach irgendwie cool aus. Mal was anderes und nicht immer nur das normale WhatsApp. Jetzt bleibt natürlich nur zu hoffen, dass die flächendeckende Ausweitung nicht wieder eineinhalb Jahre braucht, aber damit ist, ich denke, nicht zu rechnen. Durch die Einführung für alle Beta-Tester sind wir dem offiziellen Release einen großen Schritt näher gekommen. Für WhatsApp Web ist der Dark Mode ja auch schon etwas länger inoffiziell verfügbar. Wie du den dort installierst, zeige ich dir in dem jetzt verlinkten Video. Des Weiteren haben sich im Laufe der Zeit noch ein paar kleinere weitere Änderungen eingeschlichen. Es wurde unter anderem davon gesprochen, Nachrichten sich automatisch nach einem Zeitraum löschen zu lassen. Nicht ganz so unauffällig, wahrscheinlich hat es von euch auch schon jeder gesehen, ist die mehrfache Implementierung des Facebook-Logos in die App. Sowohl beim Starten der App als auch in den Einstellungen ist unverkenntlich zu sehen, zu wem WhatsApp gehört. Auch war die letzte Zeit die Rede von animierten Stickern, ganz ähnlich wie man sie aus dem Facebook Messenger kennt. Wahrscheinlich auch hier nur eine Frage der Zeit, bis wir bei WhatsApp auf solche bewegten Sticker zugreifen können. Außerdem gab es ein paar designtechnische Updates wie dieses Fotosymbol im Chat. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was WhatsApp uns auch 2020 noch alles bringen wird. Regelmäßig die WhatsApp-Neuerungen kurz und kompakt auf den Punkt gebracht, gibt es hier auf diesem Kanal. Teil das Video mit deinen Freunden, damit auch sie auf dem neuesten Stand sind. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!